Dies ist die Geschichte eines mutmaßlichen Betrügers und Rennfahrers, Antonio Giancola. Der hat sich ein einziges Lügenparadies aufgebaut und in dem fühlt er sich scheinbar wohl. Der Schweizer sammelte Millionen Euro von Anlegern ein und zahlte bisher keinen Cent zurück. Können Sie uns sagen, wo die Millionen von den Anlegern geblieben sind, vom Herrn Giancola? Ein Finanzkrimi mitten in Europa. Die Ersparnisse der Opfer wohl für immer verloren. Wir wollen ihm das Handwerk legen. Der darf einfach nie mehr in der Öffentlichkeit Kunden werben. Auch Martin R. ist offenbar auf Antonio Giancola hereingefallen. 300.000 Euro des Familienvermögens hat er ihm anvertraut. Seit knapp einem Jahr werden sie nicht zurückgezahlt. Dabei ist Giancola nicht abgetaucht. Regelmäßig gibt es Telefonate mit immer neuen Deadlines. Hallo Martin. Wann können wir damit rechnen, dass das Geld von der Großbank endlich mal auf dem Konto bei uns gelandet ist? Was ist denn deine Einschätzung nochmal? Gemäß Juristen 10 Arbeitstage, also ich sage bewusst 14 Tage. Und wenn ich jetzt 14 Tage, ja, 14 Tage. Ciao. Gut, okay, tschüss. Ciao. Jedes Mal kommt wieder eine neue Argumentation auf. Und jedes Mal denkt man, das könnte jetzt ja tatsächlich so sein und hat wieder 2 Wochen gewonnen. Also nicht wir, sondern er. Aber es sind immer Ausreden, immer Ausreden. Der Verlust des Vermögens würde die Familie schwer treffen. R.'s Vater ist ein Pflegefall. Das Geld wird dringend für die Betreuung gebraucht. Das Versprechen von Giancola an die Anleger klang zunächst attraktiv. Er könne das Geld exklusiv im sogenannten Interbankenhandel anlegen. Manche Betroffene setzten gleich Millionensummen ein. Ihnen wurden vertraglich bis zu 36% Rendite im Halbjahr in Aussicht gestellt. Zusätzlich gab es eine Rückzahlungsgarantie, was die Anlage in der Theorie zu einem sicheren Geschäft machte. Das Geld geht dorthin und wird komplett abgesichert durch eine unwiderrufliche Zahlungsbestätigung der Großbank, sodass dann quasi das Kapital nicht im Feuer steht, sondern allenfalls die Renditen vielleicht kommen oder auch nicht kommen. Aber das Kapital niemals im Feuer steht, plus eine Mindestverzinsung von 3%. Was natürlich in 2014 aufgrund der gefallenen Zinsen auf dem Markt eine interessante Geschichte gewesen ist. Giancolas Hobby schien die Investoren zusätzlich zu beeindrucken. Er nahm bis Anfang 2015 am Porsche GT3 Cup teil. Eine Rennklasse für Männer, die es sich leisten können. Kostenpunkt? Über 500.000 Euro pro Saison. In Image-Videos ließ er sich als erfolgreichen Geschäftsmann feiern. Antonio Giancola kommt aus der Schweiz und ist ein erfolgreicher Sportagent. Er scoutet und managt vielversprechende Talente in der italienischen Fußballliga. Der Job als erfolgreicher Spielerberater, offenbar nur eine weitere Märchengeschichte. Wichtig war ihm wohl vor allem Werbung für seine Firma Marcom zu machen und Kontakte zu knüpfen. Per YouTube grüßte er seine angeblich so zahlreichen Fans. Ja, betrifft wie das Wochenende gegangen ist, würde ich sagen, im Großen und Ganzen sehr gut. Salve a tutti da Dubai, il secondo fine settimana. Guten Abend miteinander. Hallo zusammen aus Bahrain. Die Show des Antonio Giancola hatte Erfolg. Das kostet ja richtig viel Geld. Was bei mir den Eindruck hinterlassen hat oder uns den Eindruck hinterlassen hat, da wenn einer Rennen fahren kann, dann ist er schon sehr erfolgreich. Das wird er wohl kaum auf Kredit bezahlen, sondern aus Erträgen oder aus Einnahmen oder aus Einkommen, was er hat. Suggeriert er also bei uns, dass er ein sehr erfolgreicher Typ ist, was natürlich dann wieder dafür spricht, dass man einem so erfolgreichen Menschen auch das Geld wieder in die Hand drücken kann. Das Netzwerk der Firmen von Giancola, unter deren Deckmantel der Betrug offenbar ablief, ist komplex. Mit Niederlassungen in England, Italien und der Schweiz. Die meisten firmieren unter dem Namen Marcom. Und auf der mittlerweile abgeschalteten Homepage geriert sich Giancola als Big Player im Sportmanagement. Offenbar alles Teil der Masche. Er tritt sehr geschäftserfahren auf. Er gibt vor, Kontakte bis in die höchsten Kreise in den Emiraten, Dubai beispielsweise, Abu Dhabi, Katar zu haben. Das wirkt natürlich dann auch auf die betroffenen Anleger. Doch schon kurz nach dem Investment bekommt Martin R. Zweifel, denn die Renditezahlungen bleiben aus.
Da erhält er die Mail eines gewissen Paul Manny, der sich als Mitarbeiter der Barclays Bank vorstellt, wohin das Geld überwiesen wurde. Der schreibt: Zuerst möchte ich mich für die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Ich persönlich werde mich der Angelegenheit annehmen und sicherstellen, dass alles entsprechend aufgeklärt wird. Paul Manny lädt auch zu einem persönlichen Treffen in London ein. Dort könne er alle Bedenken ausräumen. Martin R. nimmt die Einladung an. Treffpunkt ist eine Filiale der Barclays Bank im Stadtteil Camden. Auch Herr Giancola ist an diesem Tag mit dabei. Dann sind wir da hochgefahren mit einer Rolltreppe, wurden dort an der Eingangstür von einem Mitarbeiter dieser Bank auch empfangen mit Namen. Es war am helllichten Tag, es war ganz normaler Bankbetrieb. Und dieser Mitarbeiter der Bank, der auch die Mails geschrieben hat, hat dann nochmal haarklein erklärt, warum sich das alles verzögert hatte und dass wir keine Sorgen haben müssten und dass selbstverständlich das Geld sicher wäre und auch käme. Und da sind wir wieder voran gezogen. Und wir hätten nie gedacht, dass es nicht stimmen könnte. Doch echt war an diesem Treffen nichts. Das belegt unter anderem die Mailadresse von Paul Manny. Sie unterscheidet sich von anderen Domains der Bank. Auf Anfrage von Spiegel TV antwortet die Barclays Bank: Wir können Ihnen bestätigen, dass ein gewisser Paul Manny nicht bei der Barclays Bank arbeitet. Die von Ihnen vorgebrachte E-Mail-Adresse stammt außerdem nicht von einer offiziell registrierten Domain unseres Hauses. Das Treffen ist ein dreistes Schurkenstück, aufgeführt mitten in einem Bankgebäude. Experten der Frankfurter Detektei KDM haben sich im Auftrag mehrerer Opfer des Falls angenommen. Für den Ablauf des Treffens sehen wir drei Möglichkeiten. Entweder hat sich jemand in den öffentlich zugänglichen Bereich der Barclays Bank hineingeschlichen und einen leerstehenden Büroraum genutzt für dieses Treffen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ein Insider der Barclays Bank sich als Paul Manny ausgegeben hat und einen Raum dafür genutzt hat. Und die dritte und für uns wahrscheinlichste Möglichkeit sehe ich darin, dass sich ein Insider der Bank mit dem besagten Paul Manny zusammengetan hat und ihm einen leerstehenden Raum zur Verfügung gestellt hat dafür. Die Anleger immer wieder kurzfristig in Sicherheit zu wiegen, bei Giancola offenbar Prinzip. So wurden ihnen immer wieder Schecks ausgehändigt, die waren jedoch nie gedeckt. Die Suche nach dem mutmaßlichen Betrüger führt uns in die Schweiz. In diesem schlichten Wohnkomplex in Altstetten ist der 38-Jährige gemeldet. Auf einem Klingelschild der Name Lukas W. Das ist Giancolas Fahrer, Bodyguard und nebenbei auch noch Geschäftsführer mehrerer Firmen aus dem Netzwerk. Guten Tag, Herr Hallo. Guten Tag, Herr Machen Sie mal das Fenster runter. David Walden von Spiegel TV. Hallo. Warum wohnen Sie denn eigentlich an der offiziellen Meldeadresse vom Herrn Giancola? Das ist umgekehrt. Er wohnt bei mir, er ist bei mir angemeldet. Und warum ist und das so? Für was? Ich möchte jetzt eigentlich bitte nicht reden. Wir sind von Spiegel TV. Es ist mir gleich verboten, was haben Sie denn von den ganzen schmutzigen Geschäften gewusst? Gar nicht. Sagen Sie doch mal ehrlich. Bin ich auch. Wo ist denn der Herr Giancola? Gerüchten zufolge hat Giancola ein stattliches Anwesen in Italien. Doch um seine Adresse macht er, wie um so vieles, ein Geheimnis. Nähere Auskünfte über ihn liefert das sogenannte Betreibungsregister. Hier sind alle Schulden des Schweizers aufgeführt. Es finden sich Beträge jeder Größe. Von Außenständen bei Geschäftspartnern bis zu offenen Rechnungen für Strom und Internet. Auch Christian Goritschnik, Ingenieur aus Liechtenstein, ließ sich auf Giancola ein. Und wenig später war sein Unternehmen ruiniert. Er stellte Strafanzeige wegen schweren Betrugs und Bilanzfälschung. Es ist nicht ein Monat vergangen, wo ich nicht mit der Staatsanwaltschaft telefoniert habe, auf meine Strafanzeige hin. Mensch, was passiert denn da? Ja, das ist komplex, da kommen immer mehr Geschädigte dazu. Das wird noch dauern. Herr Goritschnik, Sie brauchen Geduld. Erklären Sie das einmal Ihren Freunden. Erklären Sie das einmal Ihren Freunden. Sie haben jetzt alles verloren. Sie haben alles verloren. Goritschnik besaß ein erfolgreiches Start-up. Er entwickelte Solarkollektoren. Der mutmaßliche Betrüger organisierte schließlich 2014 den Börsengang für die Firma. Am Ende schaffte es Giancola, offenbar mit geschickten buchhalterischen Tricks, den eigentlichen Besitzer zu enteignen. Giancola übernahm die Firma und konnte dann mit Hochglanzbroschüren viele weitere Anleger von seiner angeblichen Seriosität überzeugen. Unser ganzes Vermögen ist in die Firma GoInnovate im Prinzip reingegangen. Ich und meine Frau, wir haben uns selber keine Gehälter mehr gezahlt und haben unsere Mitarbeiter noch gezahlt. Und am Schluss war das alles umsonst. Alles war umsonst. 10 Jahre Arbeit in Luft aufgelöst.
Doch was hat Giancola mit dem Start-up gemacht? Spurensuche. Das Städtchen Buchs an der Grenze zu Liechtenstein. Hier sind zwei Firmen Giancolas gemeldet. Auch die ehemalige Go Innovate des Unternehmers Goritschnik. Die Büros sind leer und in der Garage des Firmensitzes finden wir den Dienstwagen Giancolas, einen Maserati, Neupreis ab 80.000 Euro. Der Wagen ist abgemeldet und wird wohl noch länger auf seinen Fahrer warten, denn aus St. Gallen kommt eine überraschende Nachricht. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Person verhaftet worden ist. Dies, weil wir befürchten mussten, dass diese Person Verdunkelungshandlungen vornimmt bzw. sich ins Ausland absetzt. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen führt nun die Untersuchung weiter. Es geht darum, umfangreiches Aktenmaterial zu sichten. Licht ins Dunkel könnte vielleicht auch Markus N. bringen. Der ist Präsident des Verwaltungsrates der mutmaßlichen Betrügerfirma und wurde jüngst zu 4 Jahren wegen schweren gewerblichen Betrugs verurteilt. Man trifft ihn stets vor 7 Uhr abends. Denn der dubiose Partner von Giancola trägt eine Fußfessel und muss pünktlich zu Hause sein. Guten Abend. Können Sie uns sagen, wo die Millionen von den Anlegern geblieben sind, vom Herrn Giancola? Warum tragen Sie eigentlich eine Fußfessel? Hat das auch was mit den Geschäften von der Marcom zu tun? Die Anwälte der deutschen Geschädigten gehen davon aus, dass der Hobby-Rennfahrer eine 2-stellige Millionensumme verschwinden ließ. In welche dunklen Kanäle das Geld floss, muss jetzt die Staatsanwaltschaft aufklären. Es könnte bereits zu spät sein.